Hakendun. Da habe ich bestimmt nur eine Quest oder so. Ne, waren wir gar nicht. Erstmal mein Chili gut, der Legion essen. Wir sind wohl Terongor und Gul'dan. Hast du eine Quest für Hakendun? Nuyami verstärkt die Verteidigung gegen den Angriff. Nee, hab ich nicht. Folgt mir. Wir erstatten ihr Bericht. Ich muss nur Terongor umlutschen und hier rechts schnell mal so einen Sehenschnitter looten, den man direkt am Anfang looten kann. Ich hoffe, so einen Scheiß hier machen sie nicht nochmal im nächsten Jahr. Das ist richtig schön, nicht? Ihr seid einer der ersten Außenseiter, die auch in Dom von innen sehen. Ach, der schwebt. Ich dachte gerade, hier fehlt einem Drainer-Magier, fehlt der Unterleib. Aber nein, er. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Warum ist die Tür versiegelt? Egal. Lulu. Gehen wir weiter. Was ist das? Ist das ein Mage? Anderer Mage. Map. Blutblüte und Asita. Kann ich noch nicht wirken. Talanas, was ist das denn für ein Name? Die ehrwürdigen Verteidiger und Exarchen. Eishuf aus, das ist schrecklich. Ekelhaft. Blackrock Down ist die Gilde. Ey, Merkidan! Nuyami, was ist da los? Wir sind da. Da. Guck's dir an. Staune. Ist nicht schön. Rutzig. Sehr schön. Gegner, die in eurem Beinbereich stehen, fügen euch 10% weniger Schaden zu. Da ist der Effekt. Das ist wahrscheinlich die Glyphe, oder? Jetzt mal ehrlich. Nee. Die Effekte von Einzelnen ändern sich halt auch, genau. Ja, aber ich habe ja vorhin nachgeguckt bei meinem Duo-Spec, aber da stand es nicht drin, deswegen habe ich ja schon gesagt, ich denke mal, das sieht man auch nur, wenn man umgesprochen hat, oder? Ich denke schon. War ziemlich doof. Es geht denn so, wenn er den sieht man doch vorher dann gar nicht. Und kriege ich schon weniger Schaden? Ich wollte ja genauso als Maul wie immer, oder? Ich sehe keinen großen Unterschied. Ich will ja auch kein Ding. Das ist so wie in der Schule Mathe. Niemand will Mathe studieren, aber man will es trotzdem. Und man kommt auf diese blöde Idee. Den Schnitter klingelt. Oh, da ist ein Heller bei. Immer kein Clear. Ach, der kann auch heilen. Der ist ja los. Es ist soweit. Ist es nicht ironisch, dass nie dieses Mal Werkzeuge die anderen beseitigt? Protektor, vernichte die Sache! Macht der wenn ihr jetzt aufschreibt? Niemand überlebt einen Angriff auf die Auchenei. Der Weg. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Kann ich noch nicht tun. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Kann ich noch nicht tun. Jetzt macht es auch viel mehr Sinn gegen, also dass ich quasi ein totes Verfall im Spiel jetzt ein Bein for free kriege. Da habe ich mich früher mal gefragt, habe ich immer hier Cousine besucht gemacht, was auch nichts bringt, einfach nur jetzt for free. Ich muss ja einen Wettertecken, oder? Ich muss jetzt kurz mit der Seite überlegen. 39.000? Das hat ja mal gar keinen Schaden gemacht. Okay, ich werde eh durchgehen können, von daher macht das irgendwie schon Sinn. Die Verteidigung! Sie hatte Hilfe! Du klingst wie ihre, ey. Ich werde dir alle Achso, das sind die wegschalten. Ich dachte, jetzt hat man nicht warten können. Aber dieser Zauber ist noch nicht bereit. Weggecharte geht mir auf den Sack. Vermisse ich jetzt schon Sinn oder sowas.
Aber wir müssen nur stärker, als man denkt. Und dieses Weggecharge. Aggro macht die denn? Die Junge macht einfach viel zu viel Schaden, wenn das sein. Gibt's wirklich. Das wäre der Boss auch gerade nicht so krass schnell gefallen. Kann ich noch nicht abbrechen? Das ist schön. Wunderschön. Ja, ja, ja. Hui. Kann ich hier zurückgraben? Voll abused, dann benutze ich ihren Backcharge gleich nochmal. Und so weit ich hier rum. Kann ich noch nicht tun, das ist so weit entfernt. Das ist immer das Schlimmste, wenn die Backcharge machen. Ich denke, auch schon mal zu grabben. Dann macht man nicht einmal zu, das Ritter. Hast du jetzt mittlerweile auch schon bei Akiman? Nee. Echt gut? Nee. Du musst doch mittlerweile auch die Bücher sammeln, oder? Ich hab einfach gar keinen Bock mehr, ehrlich. Ich sag mal so, ich kann dich nicht überzeugen, weil Akiman ist so ein typischer Addon ist vorbei Boss. Es ist ein Boss, den die wenigsten checken. Weil du wirst da in so eine andere Dimension oder... Und er hat einen Scheiß im Kopf. Ja. Du wirst da irgendwie in eine andere Dimension oder so von ihm geportet. Und die Leute checken nicht, wo er rauskommt. Das ist genauso wie dieser eine Boss in der Schattenbombengrabstätte. Wo du auf deinen eigenen Körper... Also musst dich ja selber besiegen oder musst du auf deinen eigenen Körper klicken. Ja, und dann hast du es einfach mal, das Tank, 4 WDs und ein Heiler, wechselt. Die sterben aber auch nicht, die sind einfach nicht da. Und dann musst du den nach dem Wipe erstmal so eine halbe Stunde erklären, wie sie da rauskommen. Okay. Ich war das erste Mal da und hab's direkt gecheckt. Okay, ha, da ist ein Boss, okay, ich kenne das. Ist bestimmt wie im Dungeon, war es nämlich auch. Klick auf deine Leiche. Total bescheuert. Sichert diese Kammer. Nein, oh nein! Boah, diese Dramatik. Verarscht. Kann ich noch nicht mehr. Die Stimme von der Wächterin, die da jetzt gerade redet, also dass ihr keinen Ton habt, aber man hört es ja bei mir. Das ist irgendeine Schwarze aus irgendeiner Sitcom. Ja, das ist schon mal ein Hinweis. Mag diesen Teufelsschrei. Kann ich den klauen bestimmt, oder? Muss doch gehen. Was habe ich denn da bekommen? Ach, Rüstungsteil. Kann ich noch nicht wirken. Jetzt habe ich den Ragusas. Hä? Achso. Jetzt habe ich den Ragusas Haupt nicht mehr. Jetzt renne ich die ganze Zeit mit vollem. Voller Runenmacht rum. Das lädt immer noch auf. Jetzt könnte ich wieder diese Runenheilung da oder die ist gebraucht. Doppelschlag! Bäm! Boah, das hat ganz schön Ärger gemacht. Kann ich noch nicht wirken. Das lädt immer noch auf. Ah! Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Dafür war so ein Böses auch echt fluffig. Das ist auch beim. Das ist genau jetzt umgedreht. Beim Unholy Todesritter ist es nämlich so, da kriegst du Todesmantel for free und ballerst die ganze Zeit raus. Dann stehst du ohne Runenmacht da, obwohl du lieber und besser so ein Regosas Hauch benutzen würdest. Hier ist es genau andersrum. Du willst Todesmantel nicht benutzen, hast aber zu viel Runenmacht und nicht mehr so ein Regosas Hauch. Es ist doch zum Kotz. Vergessen, dass das keiner Aggro zieht. Das lädt immer noch auf.
Kann ich noch nicht hoch. Das lädt immer noch. Ich krieg den ab. Ja. Hätte ja passieren können, wenn ich nicht im Bild gedrückt bin. Das wär's jetzt noch gewesen. Komm schon. Na, verdammt. Fast hätte ich meinen Teufelsschlag wieder bekommen. Ich guck mal, ob der Jäger reicht, um hier das Achievement nochmal zu kriegen. Vielleicht bis jetzt noch nicht einmal geschafft. Also theoretisch könnte man es auch, indem man sich ein bisschen zusammenreift, gleich kriegen, weil das heißt einfach nur, wenn der Boss wird ja irgendwann unverrückbar. Und wenn man dann danach die Dämonen einfach überlebt, bis der Boss wieder landet und ihn dann tötet, ohne so einen Dämon zu töten, geht's. Da aber die Gruppe immer total aggro ist und die ganzen Dämonen wegsnipert, hoffe ich jetzt einfach mal, dass unser Jäger genug Schaden hat. In einer Phase. Ich muss näher ran. Hey, Feuer des alle zusammen auf den Weg dran. Das kann der Jäger nicht ausgleichen. Kommt, meine Diener! Kommt, meine Diener! Gut. Den Teufelsschlag haben. Oh. Yes! Hä? Das hat nicht gezählt. Dann die Sekunde zu spät. Wo ist das? Woran eigentlich? Seid ihr doch vom Schaden bekommen? Tut mir leid. Ein guter Tank. Neue Handschuhe, Kriegsgeschmiedete. Interessanterweise. Das hier kennen wir hier schon, ich bin eigentlich schon mal. Ah, ich hatte aufgewertete epische. Okay. Das kommt mir übrigens an, ich krieg Sachen in LFR Höllenfeuer-Zitadelle. Wir sind trotzdem schlechter als die aufgewerteten aus dem Tanan-Dschungel. Die man sich ja irgendwie mit 40.000 Dingern da aufwerten kann. Unnötigerweise. Er hat mich schon wieder nicht sein Chest. Ach, der Teufelsschlag dauert einfach zu lange bestimmt. Oh. Haben mich gefehlt. Mach ich auch mal. Das wird nicht schlecht. Ach, die beschwört sich auch noch neue Pets, ey, wenn echt viel zu wenig Schaden. Ich hab das zweite Pet erst einmal oder so gesehen. Ich hab mich gerade spontan wieder dran erinnert. Dieser Zauber ist noch nicht so weit. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Immer. So weit entfernt. Kann ich noch nicht tun. Nicht bereit. Autsch. Was krieg ich denn hier so aufs Maul? Was ist das eigentlich? Achso. Ich hab den Zauber geklaut. Ich guck mal, was das für ein neuer Spell in meiner Leiste ist. Logisch, wenn es nicht mein eigener war. Da habe ich auch noch auf den Dämon gewürzt. What is? Nein, ja, mein Gott, nicht bereit. Der nächste ist nicht voll der Lappen. Wenn du seine Zauber dauernd unterbrichst, kann er nix. Weil er sein Pet gleich opfert. Macht der Jäger auch mal Schaden? Ich glaube, der hat beim letzten auch das Pet angehört. Beim vorletzten Mal. Beim letzten macht es ja Sinn. Habe ich es ja sogar noch gesagt. Merkt man, dass ich ein bisschen verwirrt bin heute?
So wie immer eigentlich. Nicht nur heute. Bist du nicht verwirrt? War ich noch nie, Klaus. Dann sag's doch wieder. Wenn wir fusionieren, sind wir Klaus Dieter. Mhm. Aber nicht so einen coolen Namen wie Meipfen. Oder wie hieß es mit Joker? Alter, ich hab 65.000 Schaden mit dem Schatten. Hier Schatten da. Ob das hat sogar noch Sinn. Oh! Ich habe in diesem Moment meine Rotation verstanden. Herzlichen Glückwunsch. Das Ding ist halt, früher hatte ich geskillt, dass meine Skills einfach meine meine Krankheiten verlängern. Jetzt ist das Ding, meine Krankheiten halten 30 Sekunden. Ja. Reich bestimmtes, gezinktes Kartenspiel. Halten 30 Sekunden. Seuche entziehen kann ich alle 25 Sekunden. Das heißt, bevor die ablaufen, entziehe ich die Seuche und trage sie dann direkt wieder auf. Mit Ausbruch. Kostet 30 Rumat, hat aber keine Abklingzeit. Ich hätte den Guide mal echt lesen sollen. Ich habe halt nur, okay, das muss ich machen, das muss ich machen. Die Glyphen brauche ich, cool. Läuft.